Video lassen wir die besten Spieler von Arsenal London gegen die besten Spieler vom FC Chelsea gegeneinander antreten. Thierry Henry, Dennis Bergkamp und Patrick Vieira gegen Anelka, Drogba und Lampard. Und das in einem Best-of-4-Modus. Das bedeutet, wir haben also ein direktes Duell, eine ganze Liga-Saison, ein Elfmeterschießen und eine eventuelle Extra-Challenge, sofern ein Team hier nicht sofort 3:0 gewinnt. Das verspricht wieder ein großes Team-Duell zu werden. Viel Spaß! Welcome back to Sturbeck und Teamduell Arsenal London All-Time gegen Chelsea All-Time-Team. Wirklich ganz, ganz großes Kino. Bevor wir so richtig ins Video reinspringen, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und das Video mit all deinen Freunden teilst. Sofern du eine weitere Idee für meinen Kanal hast, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Das hier ist das All-Time-Team vom FC Arsenal und das ist schon wirklich sehr, sehr großes Kino. Wir haben vorne im Sturm White, Thierry Henry, Dennis Bergkamp. Im Mittelfeld haben wir Fabregas, Pires, Patrick Vieira. In der Abwehrkette steht Cole, Adams, Campbell und Lowen. Und selbstverständlich im Tor David Seaman. Aber auch die Auswechselbank verspricht richtig großes Kino zu sein, denn hier sitzt Van der Persie, Toure, Rosicki, Ebiwor, Noon, Lindberg und Gilberto Silva auf der Bank. Ob Chelsea da wirklich gut gegenhalten kann? Ja, bei diesem Team auf jeden Fall, denn auch hier sieht das schon mal richtig, richtig gut aus. Denn wir haben hier Hazard, Anelka, Drogba, Sola, Kohl, Essien, Lampard, Disaï, Terry, Ricardo Carvalho und im Tor Peter Schech. Aber natürlich reicht das nicht aus, denn auch die Auswechselbank ist hier auch wirklich sehr, sehr gut bestückt. Und zwar mit Courtois, Ivanovic, Poyet, Gudjonsson, Hasselbank, Gallas und Kante. Das verspricht hier also wirklich mal wieder ein richtig geiles Teamduell zu werden. Und wir springen zuallererst in ein direktes Duell der beiden Mannschaften. Du kannst gespannt drauf sein, wer hier das Ding als allererstes gewinnen wird. Schauen wir rauf! Didi Drogba passt den Ball runter auf Lampard. Lampard versucht im Strafraum irgendwas zu machen. Passt den Ball runter auf Hazard. Hazard auf Drogba. Und dann ist der Ball verloren. Was machen die da? Lampard. Lampard passt den Ball schön zu Sola. Und Sola auf Drogba. Und David Seaman hält den Ball perfekt. White Richtung Tor runter auf Bergkamp. Ihr müsst den Ball auch mal Richtung Tor spielen, Kinders. Auf White. White im Strafraum. Passt den Ball jetzt hoch auf Fabregas. Und er verliert den Ball. Dennis Bergkamp jetzt für Arsenal London. Oh, wird nicht attackiert, hat er mächtig viel Platz, kann also gut durchgehen. Spielt den Ball runter auf Thierry Henry. Thierry Henry auf White, der auf Pires. Pires spielt auf den Gegenspieler. An der Strafraumgrenze runter auf Drogba. Drogba muss nur noch abdrücken. Macht er nicht, spielt runter auf Hazard. Hazard, Junge, das Tor steht doch da. White läuft so schnell, wie er kann. Schöner Pass auf Thierry Henry. Und der passt zurück auf White, der zurück auf Thierry Henry. Thierry Henry. Knipst zum 1:0 für Arsenal London All-Time-Team. Wunderbar herausgespielt. Muss man ja dazu sagen, ich dachte schon bei dem Steilpass, dass Thierry Henry einfach durchgeht. Aber nein, er legt den Ball. Ich unterbreche ihn ungern. Mein Herz würde es erfreuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und das Video mit deinen besten Freunden teilst. Nochmal zurück, um dann doch den Doppelpass mit White zu spielen. Und dann schiebt er die Kugel wunderbar ins Tor von Peter Schech ein. Das ist wirklich Thierry Henry, wie er leibt und lebt, beziehungsweise wie er war als Fußballspieler. Dennis Bergkamp läuft im Mittelfeld gut durch, spielt auf Pires. Pires kann jetzt Richtung Tor laufen, spielt auf Thierry Henry. Thierry Henry, Thierry Henry. Schech. Wunderbar gehalten. Das hätte das 2:0 sein können. Auf Drogba, Drogba, Drogba. Im Strafraum? Was macht er denn? Was macht er? Er spielt hoch auf Lampard, Lampard. Hoch auf. Fast der Ausgleich in der 94. Minute. Ka-ching! Challenge 1 ist also vorbei. Arsenal London gewinnt die allererste Challenge und damit steht es 1:0 für Arsenal gegen Chelsea in diesem Teamduell. Das hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Also zumindest nicht, dass es nur 1:0 ausgeht. Also bei Thierry Henry und Dennis Bergkamp hätte ich schon ein, zwei Tore mehr sehen wollen. Aber auch auf der anderen Seite mit Anelka und Drogba hätte das ein oder andere Türchen fallen können. Aber Chelsea war in diesem Spiel nicht wirklich zu sehen. Gehen wir also sofort in die nächste Challenge und das ist eine komplette Ligasaison.
Kaching! Und damit ist die Saison, die wir benötigen, aus und vorbei. Und bevor wir so richtig reinspringen, hier nochmal kurz die Erklärung: Für einen Champions League Sieg gibt es 5 Punkte. Für die englische Meisterschaft 4 Punkte. Für den FA Cup 3 Punkte. Für den Carabao Cup 2 Punkte. Und jeweils einen Punkt für den Torschützenkönig und den Ballon d'Or. Und wir schauen zuallererst auf den Carabao Cup. Und hier gewinnt Manchester United gegen Tottenham Hotspur mit 2:1. Die beiden Teams standen nicht im Finale. Damit hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ich hätte wenigstens eins der beiden Teams im Finale gesehen innerhalb dieser Challenge. Bedeutet das also, er steht unentschieden. 0:0. Kommen wir also zum FA Cup. Und hier gewinnt Arsenal London gegen Liverpool mit 1:0 innerhalb dieser Challenge. Heißt das also, er steht 3:0. Für Arsenal London. In der Champions League hat gewonnen Real Madrid gegen AC Milan. 3:1. Okay, also gibt es hier auch keine Punkte für die beiden Teams. Aber wann sind die beiden Teams denn rausgeflogen? Der FC Arsenal fliegt im Viertelfinale 4:3 insgesamt gegen den SSC Neapel raus. So, Chelsea, ja, die haben die Gruppenphase leider Gottes nicht überstanden. Innerhalb dieser Challenge steht es also immer noch 3:0 für Arsenal London. Bei den Torschützen in der Premier League wurde der Torschützenkönig Anelka vom FC Chelsea mit 26 Toren in 37 Partien. Damit heißt das, Chelsea bekommt einen Punkt. Und innerhalb dieser Challenge steht es also 3:1 für Arsenal London. Und der Ballon d'Or, der geht an, wie sonst auch, Lionel Messi. Beide Teams bekommen also keine Punkte. Es bleibt bei einem 3:1 Stand jetzt für Arsenal London. Und jetzt kommt es natürlich noch drauf an. Sollte Chelsea jetzt die Premier League gewinnen, die Meisterschaft in England holen, dann können sie diese Challenge sogar noch gewinnen. Aus einem 3:1 ein 5:3 machen. Schauen wir also auf die Tabelle. Und ja, es sieht sehr, sehr gut aus, denn keines der beiden Teams ist schlechter als Platz 5. Und auf Platz 4 taucht Chelsea auf. Und damit können sie diese Challenge nicht mehr gewinnen. Aber immerhin 83 Punkte ist schon mal sehr gut. Dritter, Manchester United. Zweiter, Manchester City. Und der Gewinner der englischen Meisterschaft ist der FC Arsenal mit 92 Punkten. 3 Punkte Vorsprung vor Manchester City. Das bedeutet innerhalb dieser Challenge also ein 7:1. Für Arsenal London. Und in der Gesamtstatistik sieht es genauso aus. Er steht 2:0 für Arsenal London. Und die können jetzt mit der dritten Challenge, mit dem Elfmeterschießen, dieses Teamduell komplett klar machen. Schauen wir also aufs Elfmeterschießen. Hazard für Chelsea trifft zum 1:0. Dennis Bergkamp trifft. Lampard verschießt. White verschießt. Didi Drogba trifft. Fabregas trifft. Sola trifft. Thierry Henry trifft. Kohl trifft. Pires trifft. Anelka trifft. Peter Cech könnte jetzt den Sieg festhalten und dieses Teamduell weitergehen lassen. Vieira trifft. Essien trifft. Kohl verschießt und damit gewinnt Chelsea die dritte Challenge, das Elfmeterschießen durch Peter Cech, der den Ball am Ende festhält. Insgesamt heißt das also für die Gesamtstatistik, er steht 2:1 für Arsenal London und wir benötigen eine weitere Challenge, um zu sehen, ob Arsenal London in der vierten Challenge, in der Best of Four vierten Challenge, das Ding am Ende an sich reißen kann oder ob wir danach noch eine weitere Challenge benötigen. Hier ist das Glücksrad, welches uns aufzeigen wird, was die nächste Challenge sein wird. Beide Teams in einer Champions League Gruppe. Das wird richtig großes Kino. Schauen wir rauf. Und die Champions League mit beiden Teams in einer Gruppe ist zu Ende gegangen. Schauen wir also sofort auf die Gruppe und Arsenal London gewinnt also diese Challenge und somit auch das Teamduell, denn sie stehen hier auf Platz 2 mit 4 Punkten hinter dem AC Milan, Paris auf Platz 3 und Chelsea auf dem allerletzten Platz mit 6 Punkten. Jetzt interessiert mich natürlich noch, wie weit ist denn der FC Arsenal gekommen? Im Achtelfinale war dann schon Schluss gegen Benfica Lissabon. Insgesamt haben sie hier 3:1 verloren. Das ist aber völlig Banane, denn für die Gesamtstatistik heißt es 3:1.
4-1 für Arsenal London und Arsenal London All-Time Team gewinnt hier also dieses Team-Duell. Das war doch mal wieder richtig großes Kino, oder? Wenn du genauso viel Spaß hattest wie ich, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, teile das Video mit all deinen Freunden. Wenn du eine weitere Idee für meinen Kanal hast, dann schreib mir diese jetzt gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Sneakst du nochmal hier rein. Wunderbares Team-Duell zwischen dem AC Milan und Inter Milan oder hier oben. Selbstverständlich die Champions League im deutschsprachigen Raum. Also mit den deutschen Teams, Schweizer Teams sowie österreichischen Teams. Richtig geile Champions League gewesen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.